Willkommen bei Kaffee Clash, heute mit einer besonderen Musikausgabe. Und zwar haben wir einen isländischen Künstler hier, wo, wie Nina schon gestern so schön sagte, nicht verraten werden darf, wo der auftritt. Beziehungsweise wir werden es euch verraten, indem ihr auf unseren Red Button drückt und dann kriegt ihr eine Mail zugeschickt. Und wie dieser Red Button genau funktioniert, das zeigen wir euch in dem folgenden Video. Der Red Button. Na, was kann das denn wohl sein? Eigentlich ist es ganz einfach. Ab jetzt könnt ihr bei uns richtig abräumen. Immer wenn der Red Button hier oben im Bild erscheint, seid ihr gefragt. Geht schnell auf unsere Seite, mobil oder von zu Hause, loggt euch ein, drückt auf den Red Button und räumt tolle Preise ab. Also einschalten, klicken und gewinnen auf Köln.tv. Jetzt machen wir mal ganz kurz eine Runde Geografieunterricht. Und zwar Island, wie ihr hier auf der Karte so schön sehen könnt, ist ungefähr 3,5 Stunden von Deutschland entfernt. Und die Jungs, die jetzt heute Abend spielen werden, sind gerade eben erst angekommen. Und ihr Sänger von Junius Maywand, den hole ich jetzt hier ins Studio. Der ist nämlich netterweise nicht nur da, sondern direkt hier in Köln bei uns am Start. Deswegen jetzt herzlich willkommen, Junius Maywand. Wo kommt er? Hey, there you go. Where's your cake? Okay, we have to take a selfie. With the cake. With the cake. With the cake. Captured effortlessly. That's the way it was. Happened so naturally. I didn't know it was love. So, wie ihr mitbekommen habt, ist unser Gast Englisch sprechen. Das heißt, wir werden heute ein bisschen ein Experiment machen. Halb Englisch, half English, half German. We will try out. Yes. So nice to have you here. This is your microphone. It's very nice to be here. Yeah. So you have tonight a special concert. You're a little bit excited. Yeah. But I'm always really calm. But I'm really excited because we are playing with headphones. Okay. I've never done that before. Okay, also wir geben heute Abend ein Kopfhörerkonzert, deswegen ist es mal was ganz Besonderes, das haben sie so noch nie gemacht. Und wo dieses Konzert stattfinden wird, das erfahrt ihr eben, indem ihr auf den Red Button drückt. Jetzt aber erstmal zu dir, zu Island. Iceland is a really, really small country. You only have about 300,000 people. Why you have so many popular people there? I don't know, it's... Maybe it's the neighbor effect. You have to be better than the next guy. Okay. So we are really small. Here, this is also das ist eine Heimatinsel, den wir jetzt gerade im Hintergrund sehen. How many people living there? 4,300 people. So, also 4,300 Leute leben hier auf Vestmann, eine Insel von Island, wo unser heutiger Gast groß geworden ist. So, how is it to live on an island like this? Also, wie ist es, auf so einer Insel zu leben? Kennt man da nicht irgendwann jeden? Do you know everybody on this island? Like most of the people that go outside, I kind of know them. Who are doing something and yeah. It's a small, very small community. Wird man nicht irgendwann ein bisschen verrückt? You get a little bit crazy on this small island? Yeah, if you don't grow up there, I think so. I grew up there, so it's easy for me. But my wife, at the winter times, it was kind of hard because you only see cats outside. No people. Okay, also er sagt, für ihn selber, wenn man da groß wird, ist es relativ einfach. Bloß für seine Frau ist es schon ein bisschen schwieriger. Und man sieht über den Winter nur Katzen. Just cats. Why just cats? It's just a metaphor. Okay. No people, just animals. Okay, this is the metaphor. Okay, so but we have a popular band in Iceland called Of Mice and Man, Of Monsters and Man. Yeah. They touring all around the world. Are they also really famous in Iceland itself? So people like them there? Yeah, of course. They are very, very famous in Iceland, of course. You like them too? Yeah, I like them. So, und jetzt haben wir hier unseren Special Guest, gerade aus Island angeflogen, der heute Abend auf einem geheimen Konzert spielt. Wenn ihr auf den Red Button drückt, dann erfahrt ihr, wo die Kopfhörerausgabe ist. Und jetzt für euch lasse ich euch ganz alleine mit Julius Maywand und Color Decays. Thank you.
colors fade away, right under line, beginning of decay, brought under line, beginning of decay. Little like the flowers of debate stood by me in trials of moving into place, stood by me in trials. From gloom to grace, straight up, right now. It's so wonderful, way beyond belief and dreams. Your voice. So beautiful, like the voice of quiet spring. Hours cast away, why wonder time ain't either here to stay, why wonder time will always pass away. Little like the sewers that you made, run blindly through piles of something disobeyed, run blindly through piles. From gloom to grace, straight up, right now. It's so wonderful, way beyond belief and dreams. Your voice is so beautiful, like the voice of summer breeze. Very, very good. We saw in the chat that people said, oh, nice voice, and they really said, good guy. Who is that guy, they ask? Also, viel Lob aus dem Chat. The question I have is, like, you play now solo, but usually you play with a big band, right? Yeah, we most of the time we are five together. Yeah. Two of my brothers and two of my very good friends. Und ja. Drum and Bass. Normalerweise spielen die mit einer großen Band und kommt mal kurz mit. Wir zeigen mal ganz kurz hier die Band. Hier sitzen sie nämlich schon ganz fleißig und das ist die Band. Ja. Die werdet ihr heute Abend komplett sehen können und zwar um 19.30 Uhr ist die Ausgabe von den Kopfhörern. Wo ihr das erfahrt, auf den Red Button einfach drücken. So, I have a question, like in Iceland, if you look up Iceland popular artists, also populäre Leute aus Island, you find those two. It's Sigur Rós and Björk. Yes. Always them. Dominating figures. You like their music, so is it yes. good? It's very Icelandic sounding. It's yeah. A particular sound. We have a little excerpt of. Oh, this is your cover. Also hier haben wir schon mal das Cover von this is your new EP. Yeah, it's my EP, four songs. So you can get it. You have to just speak in the microphone. Yeah, I'm sorry. You can get it out if you want to. EP. EP. So I can hold this. How many songs? This is Color Decay and. It's Hail Slide. This is number one. Color Decay that I was playing right now, and the song called Gold Laces. I'm gonna play later for you. Nice. And the song called Signals.
Also er hat eine EP, wo 4 Songs drauf sind, unter anderem Color Decay und Cold Laces, die er jetzt gleich noch spielen wird. So this is Björk in the picture. This is like this is a bit crazy. People say Björk is a little bit crazy. Is that true? You know her? No, I don't know her personally. But she just do whatever she likes. Okay. I like that about her. Okay, is this typical Iceland style that people like? Icelandic women are very independent, I think. They're really... I like Icelandic women. They're kind of, they're tough. And they're tough, really strong. Also, er sagt in Island, da geht's richtig hart zur Sache. Okay, people from the chat asking where you got the ideas to your music. Where's your inspiration? I don't know. A lot of things. I would say nature, just movies, other music. Okay, also er sagt, die Inspiration für seine Songs bekommt er von der Natur oder Filmen, vor allem viel. So, wir wollen euch nicht weiter auf die Folter spannen, deswegen ein weiterer Song jetzt für euch. Julius Maiwand, jetzt in Solo, wer zuschauen will, später in der ganzen Truppe. So, Color, how is this song? The next song, yeah. Cold Laces. Cold Laces für euch. Lehnt euch zurück und genießt es so wie ich auch. Und danach darf er dann auch endlich mal ein Stück von dem Kuchen essen. All alone, you and I together, we must find new home. Crazy dreams follow through whenever we strive against the streams. Bring out the cold laces. Bring out the cold laces now. Bring out the cold laces. Bring out the cold laces now. And tied around again, again to give long life. Family. Hand in hand, walking down the aisle, searching for a new plan. Almighty God, you alone will set the tone for a new start. Bring out the cold laces. Bring out the cold laces now. Bring out the cold laces. Bring out the cold laces now. And tie around me again, again to give. And tie around me again, again to give long life. Again, again, again.
and tie around me again, again to give long life. Wird immer lauter hier, getting louder. So, here, have a cake. Beautiful. Cake from Deutschland. Okay, also, ihr habt nicht nur Applaus gehört, sondern auch viele Fragen gestellt, während er gerade gespielt hat. So, the people asked some questions while you were playing here. So, I have to ask, also die erste Frage, die gestellt wurde, ist, ob er deutsche Lieder kennt, ob er in dem deutschen Gesangsgut auch unterwegs ist. So, people asked if you know some German songs. German songs? I know Mac the Knife. Okay. You know that song? Yeah. It's a really old German song. You could play that? No, I don't know it. I just know okay, it. Okay. Also Mac the Knife, also Mac das Messer. It's a really old yeah? song. It's maybe from it's the 19... Mackie Messer von Bertolt Brecht. Yeah. Yeah, it's ein Theaterstück. Das kennt ihr. A lot of Icelandic songs are from Germany, like old songs, old tunes are from Germany. Okay. And were put into Icelandic in the 1940s. Okay. Really great songs. Also, but I don't know them. Sorry. Okay, also viel Einflüsse auf die isländische Musik kommt aus den 40er Jahren aus Deutschland, schwappte darüber auf die Insel. Er kennt jetzt zwar nicht mehr die Ursprünge, aber er meint, dass das viel hier drüber ist. And I just heard somebody already bought your EP. Nice. Also einer hat schon die EP gerade gekauft, haben wir jetzt erfahren. What I want to know is like if you're in a festival in Iceland. Also wenn er auf einem Festival spielt in Island, wie ist das dann wohl, ob die sich alle untereinander kennen? So if you're in a festival in Iceland, everybody knows each other? Yeah, kinda. You always know a person that knows somebody in the band. Yeah, but Iceland is really small. Yeah, like really small. 300,000 people. Yeah, musicians. I'm getting to know a lot of musicians, but I'm an exception because I'm from an island. So not a lot of people knew about me when I started. So okay. It was like, who are you? Also weil er nicht direkt von der Hauptküste von der Hauptinsel kommt, sondern von einer kleinen Nachbarinsel, die wir eben gesehen haben, Westmann, kannten ihn viele Leute überhaupt nicht. Ich dachte erstmal, who are you? Wer bist du? But now you're a little bit more in the scene. In yeah. I would say that. But how is it to play on a festival with somebody like Björk? It's great, but Björk is on the big stage. So I'm at a little bit smaller stages. Mm. So I've never played with Björk on concert. So I think it would be great, but it's great watching her. Yeah. I really like her. Also er hat noch nie mit Björk zusammen auf einer Bühne gespielt. Sie spielt auf den großen Bühnen und er eher auf den kleinen Bühnen. But now is your first big tour, you can say this? Yeah, big mini tour. So like 9 days I've never been. You have some secret places like tonight. You know why they do that? That they don't tell the people where the concert is previously. Like the secret concert like tonight. Tonight? No. It is. Is there a secret concert tonight? Yeah, at the Reeperbahn Festival. No. Your concert, like you didn't know about 10 hours ago where the concert is. Yeah, okay. Also I didn't know about nicht, it. Dass das Konzert geheim ist. Das ist natürlich noch super, noch besser. We have about 2 or 3 minutes left. You want to play another song, or you, if you want to? People asked for. I can play another song if you want to. Wollt ihr noch einen weiteren Song von ihm sehen? Das ist jetzt die Frage, ob also ihr könntet noch einen Song spielen. Isländische Wörter möchte der. They want to know Iceland words. Icelandic words. Yeah, which are really important. So like ich liebe if dich. If you want something now, you can say strax. 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 Okay, what it's a very hard word. It's like right now. Right strax. Now. Okay. So strax. Yeah. Strax. Right now. Okay. Strax, you want to have some more music. Oh. Strax. Strax. Okay.
Okay. Okay, let's play. You want me to play some other song? Yeah, do it. Which one is that? This is called Mr. Minister Great. Minister Great. So is it because it's always that cold in Iceland? No, it's kind of, I don't know, it's kind of soul song. Okay. Also der Song heißt Minusgrade und es geht jetzt nicht über die Insel, obwohl er mir eben noch gesagt hat, dass die Höchsttemperatur, die in Island, die er jemals erlebt hat, bei 22 Grad lag. Mehr war es noch nicht. I just tell him that there was the maximum temperature was 22 degrees in Iceland. Also jetzt ein souliger Song, Mr. Minus the Great. Okay, thank you. Out in the furnace, so far away, I hear people cry. Sudified gladness in darkest of days, build up the skies. Is it gonna be alright? Alright, is it gonna be you? Is it gonna be alright? Alright, is it gonna be? Is it gonna be alright? Alright, is it gonna be you? Is it gonna be? Strive on to be afraid of being wrong. Soon as all be gone, don't pick up traces of fortified places. Clean up your house and be strong. Then it's gonna be alright, alright, it's gonna be you. It's gonna be alright, alright, it's gonna be. It's gonna be alright, alright, it's gonna be you. It's gonna be. Stand up too late, Mr. Minister Great. You're proving sinister hate. So better call up J.M. Vincennes. He better pick up the pace. Then it's gonna be alright, alright, it's gonna be you. It's gonna be alright, alright, it's gonna be. It's gonna be alright, alright, it's gonna be. It's gonna be. Das war Julius Maiwand. Thank you that you was here in our show. Have fun tonight. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende und wenn ihr die Songs nochmal schauen wollt, ihr könnt sie natürlich bei uns auf der Facebook-Seite anschauen oder auch in der Wiederholung. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und kommt vorbei, Junius Maiwand und Band. Viel Spaß, macht's gut.